Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel B. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Re-Chain of Memories, Reverse Rebirth. In der letzten Folge haben wir Lexaios erledigt. Ich habe ihn bis jetzt immer Laxeus genannt. Weil ich gemerkt habe, da kommt ein E vor. Und ja. Kommt wahrscheinlich, liegt wahrscheinlich daran, weil ich noch nie seinen Namen irgendwie geschrieben habe oder so. Also ja. Keine Ahnung. War ein bisschen überrascht, als ich den Part hochgeladen, bearbeitet und so weiter habe. Aber naja. Bei Titel, wenn ich irgendwie Namen oder so schreibe, gucke ich immer noch irgendwie in den Part so rein. Um zu gucken, ob der Name auch richtig geschrieben ist. War ich überrascht. Egal, wir haben den besiegt. Wir können weitergehen. Ich habe bis Level 40 trainiert. Ich habe, glaube ich, wieder volle Raumkarten, ne? Habe jetzt immer meine AP erhöht. Und ja, ich glaube, Rico hat mehr AP als Sora. Ich glaube, der hatte bei 365 schon Maximum. Oder 465, weiß ich jetzt nicht. Ich habe jetzt 460, ne? Ich kann gar nicht 465 haben. Mal schauen. Ich kann 470 haben. Mal schauen. In dem Part, wenn ich auflevel, falls ich auflevel, will ich sowieso anderes Zeugs Lexius is gone as well. hochleveln. Lexaeus, ja. Vexen, Larxene, Lexius. I wonder who will be next in line. I thought perhaps it might be you. Me? No way. I already took my pounding from Sora. He thinks I'm done for good. Nope. I think it'll be Marluxia next. For defying the organization and targeting Sora. I hope he moves exactly as his heart commands him to. So, what about you? I thought you guys had plans for Riku. Yes, we were going to set him off against the traitors. But with Marluxia gone, there is no more need. He is nothing but a nuisance now. And he's dangerous as well. After all, he took down Lexius. You know, that is not how I do things. Tell me, did you obtain the data on Riku's home? Okay. Haben wir überhaupt Karten jetzt noch? Ich weiß es gar nicht. Scheint nicht, weil es kommt bald. Ja, huh? What? One of the senses died. A really Marluxia? Strong one. Huh? Ach so, das war nach dem zweiten Kampf. Marluxia has just been felled by the Keyblade Master. Keyblade? You mean Sora? Sora is here? Yes. I was there, honestly. Want to see him? But can you face him? What's that mean? The world of darkness and some shadow still nest within your heart. Do you plan to face Sora like that? Are you not ashamed? Sora's fate is to battle the darkness. He must oppose anyone who hosts the dark. In other words, it's you. If you don't believe the words I say, then you had best see the truth with your own eyes. This card. This is our... Yes. It is your home. Hey, das war schon so weit. Das heißt, danach kommen nur drei Welten, ne? Das war schon so weit. Ich dachte, wir haben nur so vier, fünf Dinger. Ne, 3, 2, 1, ja. Haben wir irgendwie nicht so lange vor. Okay. Müsste, glaube ich, eine der ersten Welten sein, wo auch Cutscenes kommen, ne? Ich könnte mir vorstellen, hier kommen Cutscenes mit Rico. Mal los. Kannst ihn. Hallo? Ja, gut. Was mir die Binde der Insel so fehlen würden. Oh Mann, es gibt Zeiten, da könnte ich jetzt nicht erwarten, von diesen Felsen herunterzukommen.
Jetzt bin ich erleichtert, hier zu sein. Was ist das? Hey! Was ist mit euch los? Ich habe euch drei noch nie so still gesehen. Ich weiß im Gesicht oder was ist los? Hallo? Schlüssel ist Anfang. Die haben sich gar nicht im ersten Teil unterhalten, ne? Okay, Titus hat gesagt, die haben mal zu dritt gegen ihn gekämpft und der hat die fertig gemacht, aber. Wir hatten keine einzige Konversation, glaube ich, in Kingdom Hearts. Nur so nebenbei. So, bin ich kurz vorm Level Up. Ich glaube nicht, ne? Doch. It's a matter of fact. It is. Okay. Oh, die Musik geil. Und ich habe nicht so gute Karten. Super. Und auch nicht mehr. So, Kehrsalbe. Oh, noch mal. Nein. Komm her. Ja, schon Level ab, geil. Da waren 800 Level Erfahrungspunkte. Na gut. So, Angriffe, Kraft. Die Karte, danke. Select-Knopf. Anders kann ich ja leider nicht machen, ne? So, keine Monsterräume hier erzeugen, also die brauche ich fürs Training. Ich will sowieso heute nur zwei Parts aufnehmen. Jetzt danach wird wieder gegrindet, bis Level 50 wahrscheinlich. Dann können wir schon so bis zum Endboss hier durchrennen. So ist jedenfalls der Plan. Aber ich weiß sogar, wer hier als Boss kommt. Ich mir auf jeden Fall vorstellen. Eins, zwei, drei ist halt irgendwie immer gleich. Was hat so 1, 2, 3? Weil letztes Mal war glaube ich auch so. Ich bin irre. Ich irre mich nie, nie in meinem gesamten Leben. Sollte man vielleicht hier speichern, weil vielleicht kommt jetzt hier direkt der Boss, ne? Genau wie in Sora's Story bei Wechsen. Speicherpunkt. Hab gerade noch so eine 4. Als wir in Dingens in Twilight Town waren, haben wir auch direkt Wechsen, wo wir nur eigentlich eine Karte hatten und so. Da war es ja nicht üblich, dass hier nach einer Karte direkt der Boss kommt, so wie bei Rico's Story. Also ja, gucken wir mal. Ich finde Rico's Story irgendwie viel einfacher als die von Sora. Das ist normal. Da. Gut, was haben wir? 7 grün. Achso, ich dachte, ich muss wieder nur gesamt 7 haben. Die Krone weg, die Tür auf und jetzt gehe ich da rein. Was passiert jetzt? Kairi. Hey Kairi, du etwa auch?
Nein. Du wusstest doch, dass das passieren würde. Hm? Du bist doch schon vorher durch viele Welten aus deiner Erinnerung gereist. In dieser Welt sind dir nur dunkle Wesen begegnet. In deinem Herzen sind nichts als dunkle Erinnerungen übrig. Alle deine Erinnerungen an deine Heimat sind weg, jeder einzelne. Es ist gelogen, ich erinnere mich noch genau an alle hier. Tidus, Selfi und Waka und auch Kairi und Zora. Sie sind meine engsten Freunde. Und wer hat diese Freunde links liegen lassen? Vielleicht hast du ja deine eigenen Taten vergessen. Du zerstörst deine Heimat. This is that night. All of the islands you grew up on were sundered, scattered. Many hearts were forever lost to the darkness because of what you did. You hated being an islander, so you opened the door to darkness and destroyed the islands. It was you. You were pulled into the darkness then, and now you belong to the darkness. You should look. Look at what you truly are! Oh, okay. Wir müssen gegen das Ding kämpfen. Ich dachte, wir müssen gegen ihn kämpfen. Das bin auch nicht wirklich ich. Ist ja doch Rico. Irgendwie nie so in den Sinn gekommen, aber könnte ja eigentlich sein, ne? Ich meine, das Viech war immer da, wo Anzim auch war. Okay, es war auch in Zoras Herz hier in diesem Säulenort. Aber trotzdem. Alter, wie schnell machst du den Angriff? Boah. Ich hab Mickey hier. Alter, wie lange geht der Angriff noch? Hey. Bin ich auf euch. Ist auf die mächtige Hand los. Idee. So kann ich ja Doppelsprünge machen. Ja, ich glaube, hoch. Boah. Toll, geht gar nicht. Nee, geh weg mit dem Angriff. Boah. Oder ist nicht schlecht. Einfach. Ein Erfolger. Also was einsetzen. Oh. Nein, nicht der Scheiß schon wieder. Sehr gut. Der Angriff dauert mir ein bisschen zu lang. Genau nicht. Oh ja. Sehe ich erst, dass dann eine Welle kommt. Hey, hier geblieben. Das ist mal Mickey, danke. Ich
Alter, warum macht der es mir nicht so schwer? Ja, so. Warum greife ich den Bock so langsam an? Danke. Ja, ich bin voll langsam angegriffen, habe ich so das Gefühl. Ah, schön. Ja, vielleicht ist das ja Rico. Oder vielleicht ist das Viech durch Rico entstanden. Kann auch sein. Yay! Hatte ich den nicht schon? Ich dachte irgendwie, ich hatte den schon. Egal. Sora! Sora! Okay. Ach, man kann ja nochmal speichern. Man kann ja nochmal speichern, oder? Hoffe ich jedenfalls. Oh, sehr gut. Ich weiß ja nicht. Ich muss trainieren ein bisschen. Ich habe so ein Gefühl, ich weiß genau, was als nächstes kommt. Deswegen können wir im nächsten Part machen. Okay, machen wir einen kürzeren Part heute und dann würde ich sagen, machen wir was da uns wartet in der nächsten Folge weiter von Let's Play Kingdom Hearts Rechain of Memories Reverse Rebirth. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.